Hey und willkommen zur ersten Lektion. Ich möchte mit der Partikel Ba anfangen. Die Partikel Ba ist eine ziemlich wichtige Partikel im vormodernen Japanischen. Die kommt ständig vor, was unter anderem auch daran liegt, dass sie erstens mal relativ viele Funktionen hat und zweitens mal auch relativ wichtige Funktionen. Sie wird temporal verwendet, sie wird kausal verwendet und sie wird konditional verwendet. Das sind halt alles relativ basale Sachen. Und in welcher Verwendungsform sie haben, wir sie haben, hängt halt davon ab, woran sie angeschlossen ist. Eine temporale und eine kausale Verwendung haben wir, wenn sie an die Isenkei angeschlossen wird. Das ist hier beim ersten Beispielsatz der Fall. Und eine konditionale Verwendung haben wir, wenn sie an die Misenkei angeschlossen wird. Das machen wir dann später. Was habe ich mir als Beispielsatz ausgesucht? Ich habe mir aus dem Tango Furuki aus dem frühen 8. Jahrhundert ein Gedicht ausgesucht. Und zwar ist es eines der Gedichte, die am Ende der Geschichte von Urashima no Ko stehen. Und die Geschichte, dieses Gedicht wird halt von dem Protagonisten der Geschichte, also von Urashima no Ko, gedichtet. Und zwar ist es halt so, dass er in die Jenseitswelt fährt oder ja, gehen muss quasi, weil er einen Fehler begeht. Das, dazu muss man die Geschichte dann lesen, aber das machen wir jetzt nicht so lange, weil es einfach zu viel Zeit kostet, Blatt rührt. Aber wir haben diesen tollen Beispielsatz, dieses Gedicht, was halt super einfach ist. Ich habe das auch schon vorstrukturiert. Und wir haben die Partikel Ba als einziges grammatikalisches Phänomen. Dadurch, dass es die einzige wirklich erwähnenswerte Form oder Grammatik in diesem Gedicht ist, bietet es sich halt übelst an, das einfach mal zur Einleitung zu nehmen. So, ja, steigen wir am besten direkt ein. Wir haben das Ba, das ist hier temporal. Das hängt an dem Verb Oru. Oru ist ein Rahen-Verb. Und wir können dann hier sagen, dass das Ba an die Isenkei angeschlossen wird, weil hier ein E steht, eine E-Silbe. Und zwar ist es bei Rahen-Verben ja so, dass die Misenkei hier ein Ra stehen hätte, dann wäre es O-Ra. Aber weil da halt Ore steht, wissen wir, dass es die Isenkei ist und damit muss dieses Ba entweder temporal oder kausal übersetzt werden. In dem Fall ist es temporal. So. Das heißt also, das, was wir vor dem Ba haben, ist der Nebensatz. Das, was wir dahinter haben, ist dann der Hauptsatz. Übersetzen wir den Hauptsatz zuerst, weil das am praktischsten ist. Kikoyu bedeutet auditiv wahrnehmbar sein oder man kann etwas hören. Das Objekt ist hier. Man kann hören die Geräusche der Wellen, der Buchten, der Jenseitswelt. Tokoyo ist halt die Jenseitswelt. So, dann können wir uns den Nebensatz zuwenden. Der besteht grob aus drei Teilen. Einmal hier mit einem Verb beendet, das in der Renyokei steht. Einmal hier mit einem Verb beendet, was in der Renyokei steht. Und dann halt hier entsprechend das Verb, an dem das Ba angeschlossen ist. An das das Ba angeschlossen ist. Renyoke hintereinander übersetzen wir meistens mit, es passiert das und dann passiert das und dann passiert das. So, Kora ni koi, ich liebe dich. Asado o hiraki, ich öffne die Fensterläden. Waga oreba. Also, wenn oder als oder nun da, waga, ich, oreba, verweile. Dieses ori bedeutet eigentlich sich irgendwo befinden, aber hier ist es ganz sinnvoll, das mit verweilen oder innehalten oder ja, einfach sich irgendwo aufhalten zu übersetzen. Damit haben wir eigentlich alles identifiziert, was es zu identifizieren gibt. Und dann können wir das jetzt einfach und locker runter übersetzen. Nehmen wir mal
Ich liebe dich und, das müssen wir hier einmal nach hinten springen, nun, da ich die Fensterläden geöffnet habe und verweile, höre ich oder kann ich vernehmen die Geräusche der Wellen in den Buchten der Jenseitswelt. Das war dann die Partikel Ba in temporaler Funktion. In einem ganz einfachen Satz. Ja, jetzt wo wir das haben, zauber ich kurz, mach das nächste Tafelbild und dann sehen wir es nochmal kausal.